Hallo und herzlich willkommen im Bike du Wolle zu meinem Einkauf vom 21.12. Yay. So. Wir fangen an mit dem hier, diesen Schoko-Chips. Weißer Schokolade. Ich bin gerade eben ein bisschen noch. Ich habe gerade im Einkauf einfach die ganze Zeit immer nur geschüttet. Regenradar sagt, so, schüttet nicht und schüttet trotzdem. So ein scheiß Regenradar! So, ich muss irgendwo kurz aufs Regenradar reden. Ach Mann, ich wollte irgendwie heute einkaufen, weil ich heute eigentlich auch. Ich wollte nicht Freitag, Samstag oder Sonntag, weil also Sonntag kannst du nicht einkaufen, wenn ich Freitag oder Samstag einkaufen, weil immer ein bisschen mehr los ist. Aber heute ist es, denke ich, so Donnerstag, dann ich mir, okay, gut, ja. Auf jeden Fall gegönnt. Dann leider, weil es schon wieder Zeit dafür ist. Viele Leute haben vor Weihnachten jetzt Corona bekommen und ich habe mir gedacht, okay, wenn ich heute einkaufen gehe, ich mich zum Beispiel heute, theoretisch, bis jetzt habe ich noch keine Krankheitssymptome, mich Corona infiziere, teste ich mich am, Sonntag einmal, weil ich halt auch in der Technik sitze, beziehungsweise weil ich da auch einen Ehrenamtdienst mache. In der Gemeinde ist es wichtig, auf jeden Fall sich da vorzutesten. Also ich fahre auch danach auch an Heiligabend abends noch zu meiner Mom und komme auch erst, glaube ich, erst am zweiten Weihnachtstag wieder. Und meine Mom macht noch viel mit meinem Opa. Und ich möchte sie nicht anstecken, ich möchte meinen Opa nicht anstecken. Von daher Corona-Test. Ich hoffe einfach, ich habe natürlich kein Corona, aber Vertrauen ist gut, Kontrolle ist einfach besser. So, dann habe ich mir für Heiligabend habe ich mir ein schönes Eis geholt. So schön hier. Schön Karamelleis auf jeden Fall. Gab es auch im Angebot, war ein bisschen billiger, deswegen habe ich mir das auf jeden Fall einfach mal mitgegönnt. Und dann habe ich mir Paprika geholt, denn ich möchte gefüllte Low Cap Paprika machen. Das mache ich mit körnigen Frischkäse, tue ich da rein. Dazu dann halt Paprikas hälfte ich. Natürlich im Körner, also das alles raus. Dann nehme ich körnigen Frischkäse, tue da ein Ei rein, rühre das ein bisschen zusammen und fülle das dann in die Paprika. Darauf den schönen geriebener Käse, das im Backofen circa für bis der Käse halt zerlaufen ist und hat man gefüllte Low Cap Paprika und auch noch vegetarisch. Ich hätte natürlich Hackfleisch oder sonst reinnehmen können, aber ich habe halt mit dafür auf jeden Fall. So, dann gibt es auf jeden Fall auch noch Milch. Da muss ich glaube ich nichts mehr zu sagen. Ne? Ich trinke Milch immer mal wieder generell auf jeden Fall Milch. So, da habe ich mir andere Tomaten geholt, weil die waren gerade im Angebot bei Rewe, deswegen habe ich mir die auf jeden Fall geholt. Deswegen einfach mal anderes Maß auf jeden Fall. Dann habe ich mir hier noch schönes, eine wunderschöne Buttermilch geholt. Natürlich eine Müllermilch. Schokodrink ist ja gar keine Buttermilch. Ich glaube, hier ist ein bisschen Buttermilch drin, also habe ich ein bisschen geschüttelt. Wollte ich mir mal wiederholen, deswegen habe ich mir das mal geholt. Also ich wollte euch zu Anfang eine andere holen, aber die hatten die nicht. Und dachte mir, scheiß halt drauf, dann nehme ich die. Okay, Käseexperte. Drei Sorten Käseaufschnitt. Hatte ich beim letzten Mal eigentlich auch. Von daher, Käse, ne? Muss man nicht viel zu sagen. Geflügelwurst habe ich auf jeden Fall auch mal wieder gegönnt. Mortadella Geflügelwurst. Da kommt auch nicht viel zu sagen. Dann habe ich mir wieder geriebene Käse gegönnt. Natürlich Gouda. Und den brauche ich natürlich auch für die Paprika. Da kommt auch Gouda halt auch rauf. Schöner geriebener Käse. Das wird auf jeden Fall lecker. So, dann habe ich hier noch Chips. Bevor ich mir einen Chips auf jeden Fall hole, zeige, habe ich hier noch Joghurt. Joghurt mit der Ecke von Ja. Das ist ja Joghurt Crisp mit. Keine Ahnung. Kennt ihr auch schon alles. So, ich habe ein paar Chips gesehen, die waren im Angebot, deswegen habe ich mir einmal hier Crunchy Wow geholt. Mit Paprika, Sour Cream, keine Ahnung, was auch immer. Ja, sieht interessant aus, wird bestimmt witzig so. Dann war im Angebot, nochmal wieder, Crunch Chips Cheese and Onion. Da freue ich mich drauf, also Käse-Chips mag ich sowieso recht gerne, von daher, das habe ich mal gut. Kann der Käse-Experte auch wieder was zu sagen. Und last but not least habe ich mir Crunch Chips in Western Style süßwürzigen Geschmack geholt. Hier sehe ich gerade meine Tüte. Ich hatte noch ein zweites Gouda, aber hätte ich nicht unbedingt zeigen brauchen. Also Bumper war schon angezeigt. Das war mein Einkauf vom 21.12.2023. Ich weiß nicht, ob ich dieses Jahr noch mal einkaufen gehe. Ansonsten halt Let's Fetz auf jeden Fall. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Definitiv sagt ihr auch schon, der Dirk du Wolle. Tschüss.